So, weiter geht's mit Frogwise 6 und im nächsten Einsatz. Libertad auf dem Vormarsch. Darf ich den jetzt irgendwie verfolgen? Ja. Machen wir das doch. Auf geht's, wa? So, jetzt müssen wir gerade gucken, wo wir hier sind, wo wir hin müssen. Ich sehe sie mich gerade nicht. Warte mal. Das haben wir ja schon gemacht. Ich will jetzt eigentlich gerne wissen, was Sache ist. So. So. Heute brechen wir das Quartier des Blockade. Ich weiß, dass wir Erfolg haben werden, denn wir haben keine andere Wahl. Libertad muss siegen, sonst sterben wir. Okay. Jetzt muss ich gerade nur gucken. Ich will mal ganz kurz was anderes gucken. Ja, Rammbacke, Panzer, sowas sehe ich hier zumindest. Okay. Könnte sich erhalten, das war dieser USB-Stick. Ruans, okay. So, jetzt haben wir hier irgendwie einen. You get Jo. that chopper up and running? Okay, Juan, I'll take it out. Serio, because if it gets me, I'll make sure my fiery corpse comes down on you like a meteor. So, wenn ich das muss ich das Ding zerstören. Dann werden wir das doch mal glatt tun. Ist es bestimmt. Ist das das Geschütz, was? Ja. Es ist tatsächlich das Geschütz, was sie sowieso schon zerlegen wollten. Und das werden wir jetzt auch tun. Das war sich eigentlich sogar schon in der letzten oder vorletzten Folge. Yeehaw! Schon. So, jetzt müssen wir nur gerade mal gucken, ob wir hier irgendwo. Müssen wir denn da hin? Darüber, okay. Vamos. Don't worry, I'm a friend. Whoa now. Schön. Da passe ich gar nicht durch. Kann ich darüber schwimmen? Weil ich muss ja irgendwie da trotzdem rüber. Ich muss ja irgendwie da jetzt mal hin. So, dann gehen wir da rüber. Frage, kann ich da? Okay, ich kann schwimmen, das ist gut. Ich hoffe jetzt nur, dass keine Haie hier irgendwo auftauchen. Das wäre natürlich jetzt nicht so ganz ideal, aber ich will ja irgendwie gerne. Wir müssen ja das, die Flugabwehr zerstören. Ich fürchte. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Söderli. Wir müssen jetzt gerade ein bisschen Piano machen, das ist irgendwo hier. Ich habe es mir fast gedacht. Danny, I wanted to tell you something. Hell of a speech you gave. Listen to me. Whatever happens okay, der Hund ist mir gerade egal. Thank you for everything you've done for Libertad and for me. Thank me once we've blasted through Castillo's blockade. See you on the other side, Danny. Das war gerade mal, die das war gerade mal in Ruhe, weil die haben uns ja nichts getan. Ich vermute, dass wir, wie gesagt, aber da jetzt die
Wir müssen da hoch, bestimmt auf den Turm, oder? Fragezeichen. Ich will mal gerade kurz mir. Eigentlich kann man einen Überblick verschaffen, wo wir eigentlich hin müssen. Ja, auf jeden Fall Feindpräsenz, das ist klar. Das war auch mehr oder weniger. Mehr oder weniger klar, die Nummer. So, ich möchte mich gerne mal orientieren. Officer, Rank won't protect you. Pferdchen, Tier. Da müssen wir ran, das Ding. Okay. So. Das Scannerfahrzeug mit einer Handykamera um bei den Übergabe stellen, okay. So, ich hoffe, dass es mehr oder weniger alles ist, Fragezeichen. Da schleicht was rum. Ich habe ja ein Schallschutzgewehr, ne? Blub. Ich bin kein guter Schallschütze. Das ist natürlich alles andere als clever gewesen. Aber ihr kennt mich. Gut, wir werden runter müssen. Und ich war tatsächlich zu blöd und habe hier natürlich die ganze Arbeit jetzt umsonst gemacht. Wir müssen also mehr oder weniger persönlich dorthin. So, das heißt, die werden jetzt mehr oder weniger da runter müssen. Warte mal, wir machen das etwas anders. Eigentlich sollte Guapo mal die ganz die Füße stillhalten. Ich scheine wohl keine Gefahr zu sein. Das ist tschüss. Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass jeder die jetzt.
Ist jetzt alles anders gut. Und hier natürlich jetzt Alarm haben, wenn die den natürlich jetzt drücken. Nett. Ich glaube, ich habe die Flugabwehranlage zerlegt gerade. Hey, Juan. Anti-Aircraft cannons out. The eye is yours. Whatever. As long as you got my back. So. Warum auch immer, wie auch immer ich jetzt das hingekriegt habe, diese Scheißanlage zu zerlegen. Uran. Gelange zur Spitze des Leuchtturms. Warte mal, ich nehme mal mit hier alles. Immer Benzin mitnehmen. Kann ich das ja nicht zerstören? Anscheinend schon, ja, warte mal. Oder kann ich das Ding. Okay. So, habe ich die jetzt auch weg, die Dinger. Oh, ich will noch mal ganz kurz da rein. Ne, kann ich gar nicht. Schade. Okay, dann nicht. So, wir sollen zum Leuchtturm, der da vorne ist. Dann fahren wir. So, dann fahren wir mal kurz rüber. Es war jetzt nicht beabsichtigt, dass ich das Pferd mitnehme. Eigentlich wollte ich den Heidi da mitnehmen, aber ist egal. So. Nein, ich habe normalerweise nichts gegen Tiere. Das war jetzt wirklich. Voll nichts gegen Pferde. Scheiße. Aber die Ideen. Ah, ich glaube, ich habe gar keine Dings bekommen. Und dann fahren wir mal kurz rüber zu dem Leuchtturm. Ich hoffe, dass wir keine Feinde haben, bis wir meine Ruhe haben. Aber ich kenne mich. Ich kenne das Ganze. So. So. Viva Libertad, ein Gewehr. Hier ist noch mal irgendwas. So, wir sollen zum Leuchtturm zu der Spitze gehen. Aber ich will auch ganz kurz was mitnehmen hier. Denn Medizin ist immer gut. Kann man immer gebrauchen. So. Das sind die Leute, die komischen Dinger da. Jetzt müssen wir da hoch, ne? Sauber und präzise erwischt. Gehen wir doch mal hoch.
Wie toll. So. If Lita was here, I'd kick her ass for keeping you a secret. Take care of yourself. Das ist irgendwo ein... Soll beide sicher, damit die Gorilla-Boote fliegen können. Gut. Okay. Kamera. Eine Kamera, alles klar. Das heißt, wir sollen die Boote auseinandernehmen, die Gegner da töten oder was? Säubere und sichere die Schiffe, ja, natürlich. Gut. Darf ich? Das glaube ich nicht, dass das ohne Probleme möglich ist. Vor allem nicht durchs Heck. Aber was machen? Also müssen wir da jetzt irgendwie runter, ne, oder was? Das heißt, wir müssen jetzt nach und nach die Schiffe da klar machen. Na dann, probieren wir's. Hoppa! So, jetzt müssen wir ganz in Ruhe arbeiten. Na, kannst du? Ja. Das wird natürlich eine harte Nummer, die Schiffe da klar zu machen. Wir müssen sie jetzt ein bisschen Piano machen, ein bisschen aufpassen jetzt. Clara, I'm on board. This is it, Danny. Clear those ships and don't be afraid of using their own weapons against them. Those turrets pack one hell of a punch. Ja, das machen wir aber dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Far Cry 6.